Stein, Papier, Scheiße. Jawohl. Die erste Frage. Wo kannst du am besten abschalten und bei was? In den Bergen. Wenn ich so am Gipfel irgendwo oben sitze, keine Ahnung, runterschaue ins Tal oder sowas, dann kann man so richtig geil abschalten. Heimat ist für dich. Familie, die Berge und ja, mein Zuhause einfach. Und der beste Sportmoment, den du live miterleben durftest? Unser Aufstieg in die erste Liga. Das war schon Gänsehaut pur auf jeden Fall. Und emotional ja auch überragend alles. Wirklich, wenn man da dran denkt, dann immer noch Gänsehaut. Das ist echt geil gewesen einfach. Das schönste Stadion, in dem du je gespielt hast. Oh, da gibt es einige, oder? Was halt sehr beeindruckend war, war das Spiel gegen Deutschland in Regensburg in dem Stadion, weil da haben wir vor 10.000 Zuschauern gespielt und das war natürlich schon ein Highlight, wenn du ja, vom fast ausverkauften Stadion spielst und das war eigentlich schon ziemlich cool. Dein Lieblingstorjubel bei FIFA? Mein Lieblingstorjubel bei FIFA? Du jubelst ja nie, du verlierst ja immer. Was? Nein. Also, gell, bitte. Nein, das ist ein Spaß. Wenn ich mal sowas wie ein Flickflack zusammenbekomme, das ist ganz geil eigentlich, muss ich sagen. Würde ich auch gerne im echten Leben können. Mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee trinken gehen? Oder Kaffee oder Kakao eher? Ja, wer mich schon sehr beeindruckt, ist David Alaba. Also mit dem würde ich schon gerne einen Kaffee trinken gehen. Warum hast du angefangen, Fußball zu spielen? Weil meine zwei älteren Brüder mich mitgeschleppt haben aufs Fußballfeld. Und irgendwie hat mir das wohl ein bisschen Spaß gemacht, dann da rumzukicken und mich gegen die Älteren zu wehren. Und ja, so bin ich zum Fußball gekommen eigentlich. Das Beste liebt mein Après-Ski. Hula Baloo. Gute Wahl. Hast du ein verborgenes Talent? Nicht, dass ich wüsste. Ich kann ganz gut unter der Dusche singen, aber ansonsten, nein, glaube ich nicht. Das machst du aber nie in der Kabine. Ja, das ist zu viel Öffentlichkeit. Vor der Tür steht ein vollgedankter Privatjet. Wohin würdest du jetzt fliegen? Nach Hause. Zu meiner Familie. Wer war der Held deiner Kindheit? Boah. Pippi Langstrumpf. Und warum? Keine Ahnung, die hat mich voll inspiriert, die war so geil. Die war richtig, ja, das war so eine meiner Lieblingsserien und deswegen, die war auch immer cool drauf und deswegen. Pippi, welches Tier wärst du? Ein Pinguin. Oder eine Giraffe. Denn unsere Trainerin meinte immer, ich bin die Giraffe, aber... Pinguin. Pinguin. Eindeutig. Wer ist dein Sportidol? Sergio Ramos. Das ist der beste Abwehrspieler, den es gibt, einfach für mich und inspirierend, wie er kämpfen kann. Seine Mentalität ist einfach überragend und ja, typisches Vorbild für mich. Wer ist die intelligenteste Person, die du kennst? Ich sag jetzt nichts Falsches. Du. Du bist ja auch mein lebendes Google. Ja, okay. Also, hat sich die Frage auch erledigt. Du bekommst 1 Milliarde Euro. Was würdest du dir als allererstes kaufen? Ein Freiabo bei Starbucks. Oder ein Haus. Ein Haus. Ich glaube ein Haus. Welche Superkraft hättest du gerne? Fliegen. Dann könnte ich überall hinfliegen, wo ich möchte. Wer ist der beste Werder-Spieler aller Zeiten? Andi Herzog darf ich nicht sagen. Warum? Nee. Miku. Miku war überragend. Dein Lieblingsmusiker oder deine Lieblingsband? Direkt Lieblingsmusiker habe ich jetzt keinen. Aber in Österreich finde ich natürlich Andreas Cavalier gut. Richtig. Das kann ich nicht abstreiten. Mit wem würdest du gerne einmal für einen Tag tauschen? Carlo Ancelotti. Warum? Weil es mich interessieren würde, wie man als Trainer von der Bayern-Mannschaft einfach, wie man als Person aufgenommen wird, wie welcher Erfolgsdruck auf einen lastet. Also einfach diese Mentalität oder sowas, die man braucht, mal zu erleben. Und seine Erfahrung. Dort zu bestehen auch, und seine Erfahrung. Ja, gut, das kriege ich ja nicht, wenn ich mit ihm tausche. Kathi, ach du Schreck, hattest du Spaß? Auf jeden Fall. Nein, also war cool. Wen nominieren wir als Nächsten? Boah, Pia und Rena. Frau Wolter und Frau Wiechmann sind als Nächstes dran. So, eine Frage noch an euch und zwar: Was wollt ihr als Nächstes sehen? Das da oben. Er meint doch zuerst das da oder das. Ja. Zuerst gerade!